Aus dieser hohen Krankamera werden wir Ihnen den Start zeigen. Die Ampel sehen Sie mittig eingeblendet. Und Brasilien 2001, Sao Paulo ist... Nein, Häkkinen! Häkkinen steht! Und es gibt Handzeichen, nervös, hat natürlich Angst, dass man ihm hinten reinfährt. Schumacher führt. Es ist Ralf Montoya Zweiter. Hier steht Häkkinen, Mist. Nimmt das Lenkrad ab, Gott. Gibt das einen Startabbruch? Nein, höchstens Safety Car. Weil der Start ist gegeben worden, es gab kein Blinklicht. Der Start war schon gegeben, als er gewunken hat. Das war also zu spät. Montoya auf 2, Coulthard auf 3, Ralf Schumacher ist zurückgefallen. Das Auto steht immer noch. Hier gibt es jetzt natürlich Gelb. Häkkinen ist draußen. Erstmal Sicherheit, man schiebt das Auto weg. Weil das Lenkrad drauf machen. Und man hat natürlich jetzt das Feld da vorbeizuführen. Ralf Schumacher ist schlecht gestartet. Und das Safety Car steht hier, orange, oben rechts, heißt, man könnte es aktivieren. Nach wie vor Montoya, Coulthard, der Erste, der Jordan, das ist Trulli, dann Ralf Schumacher, Frenzen, Villeneuve. Und das Safety Car kommt. Bernd Mailänder wird herausgehen. Aller Hamilton fliegt ab, ich sag's doch! Das kann ja jetzt nicht wahr sein! Das gäbe einen Punkt für Vettel. Komm, stell Absteig aus und vergiss dieses Rennen. Der ist richtig heftig runtergesegelt. In Lesmo, zwischen den Lesmo. Da liegen Teile, das ist schlecht für die folgenden Fahrer. Safety Car kommt und damit hat Rubens Barrichello das Rennen gewonnen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um den Zustand von Hamilton kümmern. Mensch, war das ein heftiger Abflug. Der weiß es vermutlich noch gar nicht. Barrichello gewinnt in Monza unter Safety Car Bedingungen. Vor Jenson Button und... Der Speed ist draußen. Nochmal, der jubelt, weil er noch nicht weiß, was mit Hamilton passiert ist. Aber wie ist denn das passiert? Hier kommen jetzt Räikkönen auf 3 und Sutil als Vierter über Start und Ziel. Auch die haben schon Speed rausgenommen. Es ist gelb, Freunde. Kein Grund mehr hier Rennen zu fahren. Und Hamilton schmeißt ein Podium zwischen den Lesmos weg. Ist er auf dem Randstein gewesen, sag genau, mal? Genau, er ist auf dem Randstein ausgerutscht. Da ganz ist er. Einfach, ja. Entwarnung. Entwarnung bei Hamilton. Der Haussegen hängt sicherlich schief. Die Psyche ist belastet nach diesem Crash. Wurscht, würde er sagen, aber unnötig. Und Räikkönen schenkt da das Podest. Hier kommt's. Ja, mit dem Hinterrad drauf und rutscht aus. Brutaler Einschlag, der erste. Die Kurve nimmt man mit 180. Das ist die erste Lesmo. Und damit verliert McLaren Mercedes ein Podium. Wird der sauer sein. Und Kollision. Da fliegen Teile. Gelb ist draußen. Und ein Renault ist weg. Ein Hamilton ist weg. Ein Alguersuari und Grosjean sind draußen. Und Button steht. Button steht auch. Sehen Sie momentan nicht. Ich rieche ein Safety Car. Gebrochener Frontflügel bei Trulli. Ist eine heiße erste Runde. Safety Car ist draußen. Iceman, Kubica, Trulli mit flatterndem Frontflügel vor Glock. Und der Button steht. Werden Sie gleich sehen. Hier Hamiltons Sicht. Da vorne dreht sich Button. Ach, der hat, der ist kollidiert mit Grosjean wohl. Die beiden sind weggekreiselt. Hier kommt's. Button will außen rum an Kovalainen vorbei. Ja, er hat gesagt, ich muss viel riskieren. Geht aber nicht und kriegt einen Schlag von hinten. Unschuldig, das war Grosjean. Oh ja. Du, das wenn du da Grosjean hinten startest, wirst du in sowas verwickelt. Ja. Boxenstops von Trulli, Barrichello und Sutil. Und der Trulli hängt nach wie vor hinter dem Mann aus Italien. Jetzt das Team Radio. RPM 2, Jarno, RPM 2, Attack Bader, Jarno, Attack Bader. Choking on the straight, they are whole. So much quicker, it's impossible. Boah. Der sagt auf die Anweisung, jetzt überhol doch endlich den Badur. Impossible ist nicht möglich, weil... Die sind zu schnell auf der Geraden. Ich kann ihn nicht überholen. Er hat ihm auch mehr Drehzahl gegeben. Mhm.
Also die Drehzahleinstellung dürfte mehr drehen, aber es langt trotzdem mit. Und Badoer drückt natürlich auch auf den Curse-Button, auf den Knopf. Ja. Da muss man außenrum überholen, wieder subtil. War gut, ja. Das war der absolute Höhepunkt. Der nächste kommt. Achtung! Oh. Er ist vorbei. Da gehen sie rechts und links an Sonntag vorbei. Der hat einfach nur wahrscheinlich die Augen zugemacht. Und dann kann Schumacher nicht mehr kontern. Mika Häkkinen übernimmt die Spitze. Hier kommt's. Achten Sie mal auf Sonntag. Sonntag fährt rechts, Michael geht links vorbei. Und eigentlich öffnet Sonntag die Tür für Mika Häkkinen. Wahnsinn. Wobei, das hat er nicht absichtlich gemacht. Er ist da völlig wohl überrascht geworden. Ah je. Hauptsache, das ist gut gegangen. Ja, genau. Das war jetzt eine ganz gefährliche Situation. Hätte Zonta das nicht gecheckt, hätten sie kollidieren können. Von unserer Seite sind alle Silben gesprochen, alle Worte gesagt. Wir bedanken uns, dass Sie uns die Treue gehalten haben. Und Sie hören noch ein letztes Keep Racing von Marc Surer und Jacques Schulz. Bye, bye.